So, Mehmet. Jetzt wunderbarer Abend. Wunderbarer Abend. Wir haben aber selbstverständlich noch eine Stimme vom DFB-Präsidenten. Der darf nicht fehlen. Und wir gratulieren doppelt Reinhard Grindel. Die deutsche Mannschaft ist im Halbfinale. Und Sie sind der erste Präsident, unter dem eine deutsche Mannschaft bei einem großen Turnier gegen Italien mal nicht den Kürzeren zieht. Macht Sie das auch stolz? Also Jogi Löw hat schon vor 2 Tagen zu mir gesagt, dass das so kommen könnte. Mich macht es stolz, dass wir so eine tolle Truppe haben, die über 120 Minuten wirklich die bessere Mannschaft war, die, als die Italiener deutlich Kräfte verloren haben, dann nicht mehr so die Lösung gefunden haben. Aber trotz Verletzung von Khedira und Gomez, trotz dieses unglücklichen Handspiels, ist dann doch noch geschafft hat. Und mich freut besonders, dass Jonas Hector es am Ende geschafft hat. Denn der hat heute überragend gespielt und seine Leistung damit wirklich gekrönt. Ja, wenn wir uns alle nicht verzählt haben, dann war es der 18. Elfmeter. Welchen Trick haben Sie denn beim Elfmeterschießen, um nicht durchzudrehen? Ich versuche einfach einigermaßen runterzukommen. Und es war ein Hin und Her der Gefühle, das muss man ganz klar sagen. Nach dem verschossenen Elfmeter von Özil hat man natürlich gedacht, meine Güte, dass das jetzt so vielleicht zu Ende geht. Man denkt natürlich an alles Mögliche. Und umso glücklicher auch, dass Manuel Neuer an entscheidender Stelle wieder seine Weltklasse gezeigt hat. Am Ende ist es Glückssache. Und natürlich ist es auch traurig für unsere italienischen Freunde, mit denen wir ein gutes Verhältnis haben. Aber nach so vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, sind wir auch mal dran gewesen. Und insofern hat das Glück, ich glaube, auch nach 120 Minuten den richtigen getroffen. Ja, und jetzt kann man erstmal richtig durchpusten und sich auf ein Halbfinale gegen Island vorbereiten. Wollen wir mal abwarten. Wir können jedenfalls morgen in Ruhe gucken in Evian. Das werden wir tun. Aber ich glaube, unsere medizinische Abteilung hat alle Hände voll zu tun. Ich hoffe, dass wir eben dann am Donnerstag, gegen wen auch immer, möglichst alle wieder entdeckt haben. Alles klar. Vielen Dank, Herr Grindel. Bitteschön.